Vor allen Dingen als Anfänger ist man am Anfang komplett überfordert, wenn es darum geht, was für ein Mikrofasertuch brauche ich? Was gibt es überhaupt für Mikrofasertücher? Einmal mit langen Fasern, kurzen Fasern, was ist überhaupt GSM-Zahl? Hier haben wir verschiedene Tücher mal für euch ausgebreitet. Selbst das ist einfach viel zu viel für die normale Autopflege. Und deswegen gehen wir heute mal mit euch gemeinsam durch die einzelnen Teilbereiche am Fahrzeug durch, wo man diese Tücher einsetzen kann und auch das Ganze mal etwas eindampfen und schauen, wie viel braucht man denn vor allen Dingen als Anfänger am Anfang, um sein Fahrzeug gründlich zu pflegen, ohne es gleich in einem Tücherwahnsinn ausarten zu lassen. Ich habe hier noch jede Menge Tücher mehr. Wir haben hier unten noch eine größere Box. Also ihr seht, das ist noch nicht mal alles, was hier im Vorrat insgesamt schon angesammelt wurde für die verschiedenen Tests. Es gibt noch viel, viel mehr. Hier vorne ist eine kleine Auswahl, verschiedenste Farben, verschiedenste Qualitäten. Gerade wenn es jetzt um den Anfang der Autopflege geht, reicht das wirklich, sich so ein kleines Starter-Set zusammenzustellen. Und am Ende des Videos gibt es von uns noch so eine kleine Empfehlung. Was benötigt ihr, wenn ihr hier in das Thema einsteigt? Deswegen lasst uns jetzt hier durch die einzelnen Teilbereiche mal durchgehen und schauen, welche Tücher empfehlen sich für welchen Arbeitsbereich. Viel Spaß! Bevor wir jetzt zur ersten Kategorie kommen, gibt es erstmal so einen schnellen Überblick, was bedeutet eigentlich GSM. Das ist nämlich eine wichtige Zahl, die hier auch die Eigenschaften der Tücher näher beschreibt. Vom Englischen erstmal Gramm per Square Meter, das heißt Gramm pro Quadratmeter. Da werden die Tücher gern in Kategorien eingeteilt, 100 GSM bis 1200. Es gibt noch Tücher, die haben 1400 GSM. Was bedeutet das eigentlich? Ganz einfach erklärt, solche Mikrofasern werden einfach unterschiedlich strukturiert hier gefertigt. Es gibt manchmal Fasern, die sind ein bisschen kürzer, ein bisschen länger und auch die Faserdichte unterscheidet sich einfach. Deswegen bei solchen Tüchern immer schauen auf die GSM-Zahl, weil da könnt ihr auch schon den Anwendungszweck ableiten. Genauso wie wir das jetzt auch machen in den nächsten Kategorien, da werdet ihr immer von uns GSM-Bereich so ein bisschen vorgegeben bekommen, in denen ihr euch dann orientieren könnt und dann auch selber Tücher in diesem GSM-Bereich suchen könnt. Wie kann man denn zum Beispiel die GSM-Zahl sehr hoch oder sehr niedrig halten? Auch sehr einfach erklärt. Ihr habt hier diese Fasern in diesem Tuch und umso länger zum Beispiel oder umso dichter diese Fasern miteinander verarbeitet sind auf einer geringeren Fläche, umso höher ist einfach der GSM-Wert. Das ist einfach die Dichte der Fasern sozusagen. Das heißt, zum Beispiel hier bei Kategorie Nummer 1, die Trockentücher, habe ich hier für euch schon mal ein paar hingelegt, die haben meistens eine sehr hohe GSM-Zahl, weil, ganz logisch, sie sollen viel Wasser aufsaugen. Ihr trocknet damit euren Fahrzeuglack und wenn ihr dann das Trockentuch hier über die Scheibe, über die Dachfläche drüber zieht, soll einfach viel Wasser aufgenommen werden. Deswegen brauchen wir wieder eine hohe GSM-Zahl. Möglichst, die fangen meistens so bei 500, 600 GSM an, geht dann immer höher. Da gibt es auch verschiedene Tücher. Hier haben wir zum Beispiel ein Tuch, was um die 800 GSM hat und das saugt einfach schon jede Menge Wasser auf. Der Nachteil ist von einer hohen GSM, vor allen Dingen beim Trocknen, dass das Tuch mit der Zeit natürlich immer weiter mit Wasser sich vollsaugt und auch immer, immer schwerer wird. Das ist so ein Nachteil, den müsst ihr einfach beachten. Und deswegen gibt es auch verschiedene Tuchgrößen. Hier haben wir zum Beispiel 40 x 60 cm, dort drüben haben wir 40 x 40 und hier bei dem Tuch haben wir auch 90 x 60. Das sind so die Maße, die viele von euch einsetzen. Die meisten von euch nehmen sich ein Trockentuch mit der Größe 90 x 60. Fürs grobe Trocknen und für die Feinheiten empfehle ich dann zum Beispiel so ein kleineres Trockentuch im Maße von 40x40 oder 60x40, je nachdem, wie gut ihr damit handeln könnt. Deswegen nochmal zusammengefasst, die Tücher mit einer hohen GSM-Zahl, auch von der Fläche her größer, sind sehr gut geeignet, um hier die großen Wasserrückstände, die dann auf der Fahrzeugoberfläche draußen sind, wieder zu entfernen. Und damit sind wir schon durch mit Kategorie Nummer 1. Kommen wir zur zweiten Kategorie und das ist hier das Thema Lackversiegelung in jeglicher Art. Hier fehlen noch ein paar Produkte wie zum Beispiel Keramikversiegelung. Hier geht es jetzt erstmal um Sprühversiegelung, Sprühwachs. Wir haben hier noch einen Hartwachs, wir haben einen Detailer, wir haben hier noch eine andere Flüssigversiegelung und nochmal hier drüben einen Detailer von Evo 1. Und jetzt müssen wir gleich so eine kleine Trennung vollführen, denn es geht einmal hier um das Thema Produkt verteilen auf der Lackoberfläche und es geht einmal darum, das Produkt wieder von der Oberfläche runterzunehmen, das heißt die Überschüsse. Und da müssen wir auch bei den Tüchern eine Trennung vollziehen. Deswegen haben wir vier Tücher für euch vorbereitet. Einmal zwei Tücher im Bereich von 800 bis 1200 GSM, also wie wir gelernt haben, schon sehr dick, sehr saugstark, die wieder zum Produkt aufnehmen, sammeln und in sich halten, um sie von der Fahrzeugoberfläche runterzunehmen. Und dann haben wir noch zwei Tücher, um ein Produkt zu verteilen, die im Bereich von 300, 400 bis maximal 500 GSM, das ist so wirklich die Obergrenze, sonst saugen sie schon wieder zu stark, aber geht da von der GSM-Zahl nicht zu weit nach unten, so Richtung 200 oder 100 GSM, dann werden diese Tücher meistens auch zu dünn und dann sind sie nicht mehr weich genug und kommen dann schon Richtung Basic-Tücher oder Richtung Universal- und Schmutztücher, also so weit von der GSM-Zahl solltet ihr nicht runtergehen. Ich gebe euch nochmal ein Beispiel, also diese sehr günstigen Tücher, die sind sehr dünn und auch die Mikrofasern fühlen sich sehr, sehr rau und kratzig an, also das geht dann schon so Richtung 100 GSM, die sind auch sehr, sehr leicht, die nicht hier für Detailer oder Wachsen nutzen, das kann durchaus mal zu kleineren Lackschäden führen, vor allem bei Unilack.
Und deswegen teilen wir die Tücher hier nochmal in die zwei Kategorien ein. Fangen wir einfach mal an hier drüben mit dem Sonax Brilliant Shine und dem Turbo Lackschutz oder zum Beispiel auch mit dem Polish Angel Rapid Wax. Das sind alles Sachen, die werden aufgesprüht und dann mit dem Tuch verteilt und gleichmäßig auf der Fläche dann aufgebracht. Wenn ihr hier ein Tuch nutzt, was zum Beispiel 1200 GSM habt, dann saugt sich das Tuch so schnell mit Detailer voll, dass effektiv gar nicht mehr so viel auf der Fläche drauf bleibt und ihr verschwendet einfach viel zu viel Produkt. Zum Beispiel beim Polish Angel Rapid Wax ist das eine absolute Verschwendung. Da lieber ein Tuch nutzen, hier aus der Kategorie, so Richtung 400, 300, 400 bis maximal 500 GSM, damit ihr einfach viel Produkt auch auf der Fläche verteilt und nicht alles tief in die Fasern vordringt. Das heißt, wenn ihr hier das Polish Angel einfach dann auf der Fläche anwendet, kennt ihr ja schon aus unseren anderen Videos, einfach hier ein paar Sprüher draufgeben, kurz pumpen und dann seht ihr ja schon, die geringste Menge reicht aus. Und jetzt nehme ich mir wirklich ein dünnes Tuch und verteile einfach diese Menge auf der Fläche gleichmäßig. Und das geht wirklich super einfach, weil das Tuch auch sehr dünn ist. Und da könnte ich jetzt mit der Menge hier komplett die gesamte Fahrzeughaube damit benetzen. Und dann sieht man auch hier im Tuch, dass sich immer noch das Rapid Wax im Tuch befindet. Wenn ihr jetzt ein sehr dickes Tuch nehmt, dringt das immer weiter in die Fasern ein und ihr habt es dann am Ende nicht mehr auf der Fahrzeugoberfläche drauf. Deswegen einfach gleichmäßig weiter verteilen und so könnt ihr hier einen schönen Lackschutz erzeugen. Das zum Beispiel jetzt für das Thema Sprühwachs, Sprühversiegelung. Deswegen ein Tuch nehmen, so maximal 300 bis 500 GSM. Und ihr könnt auch dasselbe Tuch nutzen, um das Ganze dann wieder auszupolieren. Das heißt, wenn das Rapid Wax sich jetzt hier an der Fahrzeugoberfläche angehaftet hat, könnt ihr dann eine frische Tuchseite nehmen und einfach gleichmäßig nochmal über diese Flächen hier drüber gehen und habt damit einen super Finish und habt eine super glatte, geschützte Lackoberfläche. Und das jetzt mit einem Tuch funktioniert super. Kommen wir zur nächsten Kategorie und das sind hier die Hartwachse. Haben wir auch schon öfters im Einsatz gehabt. Werden ja mit einem Applikator auf die Fläche aufgetragen. Und da gibt es viele Wachse, die sich einfach mit so einem sehr dicken Tuch, mit so einem 1200 GSM Tuch sehr schwer von der Oberfläche wieder auspolieren lassen, weil einfach der Druck hier, der durch die Hand ausgeübt wird, viel zu gering ist. Vor allem das Tuch ist sehr dick. Ihr seht, es lässt sich kaum hier komprimieren und damit kann man auch wenig Kraft auf die Fläche ausüben. Damit hat auch hier das Wachs einfach viel leichteres Spiel, sich hier weiter am Lack anzuhaften. Das heißt, ihr müsst mehrmals drüber gehen, immer wieder drüber reiben. Das muss nicht sein. Deswegen nutzt auch hier so ein Tuch im Bereich von maximal 500 GSM, weil dann habt ihr einfach eine dünnere Oberfläche, trotzdem weich und könnt somit den Wachsüberschuss viel leichter von der Fläche runternehmen bzw. auspolieren. Das Gleiche gilt auch hier für das Auspolieren des Sonax Polymer Net Shields. Auch hier so ein Tuch nutzen im Bereich von 300 bis 500 GSM, das reicht völlig aus. Das heißt am Ende, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Wachs habt, was sich sehr leicht von der Fahrzeugoberfläche runternehmen lässt und ihr habt wirklich vor, das ganze Auto damit zu behandeln, dann solltet ihr aber doch wieder zu einem Tuch greifen mit etwas mehr GSM oder ihr habt einfach mehr Tücher von den etwas dünneren. Das müsst ihr selber entscheiden. Ihr kommt auch mit so einem 1200 GSM Tuch noch gut zurecht. Ihr müsst es dann einfach nur einlagig nutzen, aber ich empfehle euch trotzdem, nicht nur mit solchen sehr dicken Tüchern zu arbeiten, nehmt überwiegend die etwas dünneren, aber trotzdem sehr weichen, habt auch ein besseres Handling. Also das ist auf jeden Fall kein No-Go, hier so ein dickeres Tuch zu nutzen, aber ihr seht auf jeden Fall die Vorteile hier bei den etwas dünneren Tüchern. Sind wir schon in der nächsten Kategorie angekommen und das sind hier die Glasflächen, Glas, Außenseite, Innenseite, auch hinten am Heck noch und auch hier für die Spiegel. Da möchten wir die Produkte möglichst fusselfrei von der Fahrzeugoberfläche wieder runterbekommen. Deswegen nutzen wir hier Mikrofasertücher, die auch eine etwas andere Struktur haben und generell auch vom Aufbau etwas verschieden sind. Kommen wir hier zur ersten Kategorie und das sind die Waffeltücher. Die sind wirklich dafür geeignet, so Glasscheiben innen wie außen sehr gut zu reinigen. Die sind sehr dünn und damit habt ihr auch einen etwas höheren Druck hier auf der Oberfläche. Damit erzeugt ihr auch weniger Schlieren und die lüften dann auch viel schneller ab. Das ist so ein Vorteil von den Waffeltüchern. Die saugen einfach nicht so viel Flüssigkeit auf. Aber ihr nebelt ja so einen Glasreiniger nur ganz leicht hier auf der Scheibe auf, verteilt ihn dann und poliert ihn streifenfrei aus und dafür eignen sich hier diese Mikrofaser-Waffeltücher besonders. Achtet hier dabei drauf, maximal 40x40, 60x60, so in dem Bereich. Alles, was größer ist, wird einfach unhandlich und ihr müsst die dann schon hier zusammenfalten und dann hängt hier die Hälfte schon nach unten. Also hier empfehle ich euch wirklich so ein etwas kleineres Tuch zu nutzen. Die gibt es meistens auch im günstigeren Sparset. Also Kategorie 1. Waffeltücher eignen sich super dafür. Da kommen wir noch zu einer zweiten Kategorie. Das sind hier die Koi-Tücher, so werden sie ganz oft genannt. Die haben hier so eine leicht schuppige Struktur.
Textur auch sehr, sehr glatt. Hier sind wir wieder beim Thema Polieren. Wir wollen ja wirklich was auspolieren, streifenfrei. Also Koi-Tücher eignen sich auch super dafür, hier streifenfrei an der Fahrzeugoberfläche auf der Scheibe zu arbeiten. Dann kommen wir zu einer dritten Kategorie. Auch das sind sogenannte Glaspoliertücher, so leicht fließartig. Also sind sehr, sehr glatt im Gegensatz zu den anderen beiden. Die sind auch super, um schlierenfrei hier zu arbeiten. Und damit eignen sie sich auch super für die Glasreinigung. Wie das Ganze funktioniert, das erklärt sich ja eigentlich von selbst. Ich nehme jetzt mir einfach mal ein Waffeltuch, sprühe hier mal ein bisschen Glasreiniger auf hier im oberen Bereich und dann werdet ihr gleich sehen, wie leicht sich das hier verarbeiten lässt, weil man einfach auch ein bisschen mehr Druck hier auf die Fläche ausüben kann und damit verschwindet der Glasreiniger und lässt sich super verarbeiten. Mit so einem sehr dicken Mikrofasertuch werft ihr euch auf jeden Fall auch etwas mehr Fusseln und kleine Flusen hier auf die Fläche drauf. Bei so einem Waffeltuch, da ist jetzt hier wirklich gar nichts drauf und die Schlieren sind alle schon komplett abgelüftet. Also die drei Arten eignen sich super hier für die Glasreinigung. Hier vorne stehen noch drei weitere Produkte, das sind Glasversiegelungen. Die haben die negative Eigenschaft, relativ schnell Schlieren zu bilden, wenn ihr die nicht 100% runterpoliert. Und da sind wir wieder beim Thema Polieren. Ihr braucht einfach ein sehr dünnes Tuch hier, so ein schönes Glaspoliertuch oder so ein Waffeltuch, um diese dann nach der Antrocknungsphase wieder von der Glasscheibe runterzunehmen, damit ihr einfach ein schlierenfreies Finish hier auf die Scheibe drauf bekommt. Sonst habt ihr so bei Gegenlicht einfach unschöne Wolkenbildung und seht dann ganz schlecht durch die Scheibe und es spiegelt sich alles sehr ungünstig. Deswegen auch beim Auspolieren von solchen Glasversiegelungen immer hier eins der drei Tücher nutzen, beziehungsweise eine der drei Arten. Kommen wir zur nächsten Kategorie und das sind hier die Universal- oder Basic-Tücher, so werden sie auch ganz gern genannt. Gibt es meistens in großer Stückzahl und die sind auch von der GSM-Zahl doch im unteren Bereich angesiedelt, so um die 100 maximal 200 GSM. Das sind aber sehr dünne Tücher, die sind auch ein bisschen rauer und die kann man super einsetzen, so als Allround-Tuch, vor allen Dingen, wenn es an Stellen geht, die doch etwas schmutziger sind. Hier unten am Schwellerbereich, wenn da irgendwie eine große Teeransammlung ist, die man dann hier mit so einem Koschmi Eulex sehr gut anlösen kann, das Video könnt ihr euch dazu nochmal anschauen, da ist so ein Basic-Tuch sehr gut einsetzbar, weil es auch schmutzig ist und hier ist wichtig, diese Tücher bleiben auch tendenziell dann verschmutzt. Die werdet ihr seltenst wieder in die Waschmaschine geben und dann wieder sauber waschen. Diese Tücher setzt man überall dort ein, wo der Schmutzanteil extrem hoch ist und auch etwas hartnäckiger ist und da auch zum Beispiel Lösemittel angewendet werden müssen, um diese zu entfernen, wie beim Baumharz zum Beispiel, wie beim Teer. Da nutzt man ja gerne solche Produkte, die doch etwas schärfer sind. Und da muss man auch im Anschluss so ein Tuch nutzen, was dann nicht mehr sauber geht, weil einfach die Verschmutzung zu tief hier in die Fasern eingedrungen sind und auch so widerstandsfähig sind, dass in der Waschmaschine nicht mehr rausgehen. Deswegen gibt es hier diese Allround-Basic-Tücher. Die müsst ihr auf jeden Fall auch immer mit am Anfang dabei haben. Auch hinten am Auspuff oder am Heckdiffusor unten, wo dann mal ein bisschen auch Teer zum Beispiel von der frisch geteerten Straße hinspritzt, auch dafür kann man sie sehr gut einsetzen. Da sind wir jetzt schon im Innenraum hier angekommen und hier finden wir einen bunten Materialmix an verschiedensten Oberflächen und auch Materialstärken. Wir haben hier geschäumten Kunststoff, wir haben Hartplaste, wir haben verschiedene Chromzierleisten bei verschiedenen Fahrzeugen, wir haben Klavierlackflächen, das heißt sozusagen Kunststoff, der auf Hochglanz poliert ist, meistens in Schwarz gehalten. Und da muss man auch ein bisschen schauen, welches Tuch nimmt man, weil da kann ein falsches Tuch schon so eine ganz empfindliche Oberfläche, zum Beispiel bei diesen Klavierlackoberflächen, kann das schon zu Schäden führen oder zu kleinen Mikrokratzern, die sich dann bei ungünstigem Sonnenlicht oder Licht hier zum Beispiel von den Leselampen schon extrem ungünstig spiegelt und das sieht nicht schön aus. Deswegen immer aufpassen, was ihr da für ein Tuch einsetzt. Fangen wir mit der ersten Kategorie an. Und das ist einmal hier das Armaturenbrett bei mir in ganz normalen aufgeschäumten Kunststoff gehalten. Also sehr unempfindlich erstmal. Und da könnt ihr auf jeden Fall ein Tuch nehmen, hier so in dem Bereich, was wir auch schon am Anfang gezeigt hatten, mit dem wir zum Beispiel Detailer auspoliert haben oder was wir genutzt haben, um eine Sprühversiegelung von der Lackoberfläche runterzunehmen. Ihr nehmt jetzt nicht das gleiche Tuch, wo die Sprühversiegelung drin war, sondern einfach dasselbe Modell, nur ein frisches Tuch. Dann könnt ihr hier zum Beispiel eure Innenraumpflege nutzen, aufs Tuch aufsprühen und dann könnt ihr hier so kleine Schmutzrückstände oder auch Staub mit diesem Tuch wunderbar aufnehmen und die Kunststoffoberfläche hier vor allen Dingen am Armaturenbrett damit pflegen. Das funktioniert sehr gut. Nehmt hier nicht unbedingt so ein sehr dickes Tuch, weil das ist auch wieder unhandlicher und saugt wieder einfach zu viel Pflegeprodukt auf oder beziehungsweise zu viel Reiniger. Muss auch nicht sein. Also hier in dem Bereich Richtung 500, 400 GSM, das reicht völlig zu. Einfach nochmal für euch hier demonstriert an einem kleinen Beispiel. Damit kommen wir zur nächsten Oberfläche und das sind so diese Chromleisten und auch Klavierlackoberflächen. Ich in meinem Fahrzeug habe jetzt nicht so viel Klavierlack, ist extrem empfindlich, deswegen habe ich mir ein Fahrzeug ausgesucht, wo das nicht so extrem vorhanden ist. Bei mir sind hier nur so ein paar Chrom-Applikationen hier im Innenraum vorhanden. Da nutze ich dann doch gern, vor allem wenn die Flächen bei eurem Fahrzeug etwas größer sind, ein Tuch, was ein bisschen mehr GSM hat, weil das einfach noch ein bisschen weicher ist. Ihr braucht ja keine starke Druckkraft hier auf diesen Flächen. Ihr wollt ja nur ganz vorsichtig da die Pflege oder den Reiniger von der Oberfläche runternehmen. Deswegen
Deswegen könnt ihr hier so ein Tuch nehmen, was wir auch schon im Außenbereich genutzt haben, nur halt ein frisches Tuch, wie gesagt, und das hier einsetzen, um diese empfindlichen Oberflächen zu reinigen, vor allem Klavierlack, Chromleisten oder generell einfach größere, empfindlichere Flächen, da hier so ein Tuch einsetzen. Kommen wir zu einer Fläche, die wir auch schon auf der Außenseite mit betrachtet haben, und das waren hier die Glasscheiben. Hier habe ich einfach noch mal kurz für euch die Waffeltücher mitgebracht. Wir haben ja auch schon die Keultücher und diese anderen Glaspoliertücher gesehen. Hier für die Innenseiten der Scheiben brauchen wir jetzt nicht machen, habt ihr ja vor uns schon mal mitgesehen, wie man das reinigt. Die Tücher könnt ihr auch super hier für den Innenspiegel einsetzen oder auch hier für diesen kleinen Make-up-Spiegel in der Sonnenblende, auch da super einsetzbar, weil diese Tücher einfach nicht so viele Fusseln abgeben. Das kann auch bei so einem dickeren Tuch gut funktionieren, aber bei vielen Tüchern merke ich da immer, dass dann so ein ganz kleiner Flusenfilm zurückbleibt. Deswegen hier Waffeltücher, Keultücher, auch hier für die ganzen Spiegelflächen im oberen Bereich mit anwendbar. Es gibt auch noch eine etwas speziellere Kategorie, und das sind hier sogenannte Staubtücher. Die sind sehr, sehr weich und ziehen richtig diese Staubpartikel an. Da nutzt man jetzt keinen Reiniger, die nimmt man ganz einfach so, faltet die zusammen und führt die ganz leicht hier über die Oberfläche drüber. Und da haftet der Staub richtig gut dran und die verlieren auch keine Fasern. Das ist so eine speziellere Art von Tuch, die wollte ich einfach mal euch mit zeigen, weil viele von euch nutzen vielleicht nur die ganz normalen Tücher, aber sowas kann man auch mal vielleicht zu Hause haben. Ein Tuch reicht da schon zu für das Armaturenbrett, um einfach nur den groben Staub aufzunehmen. Es gibt ja noch diese Staubwedel. Das Problem ist nur dort, wenn sich da ein bisschen mehr Schmutz angesammelt hat, dann bleibt er nicht in diesem Staubwedel drin, sondern verteilt sich im Innenraum. Diese Tücher sind sehr gut dafür geeignet, weil hier haftet der Staub richtig in diesen Fasern drin. Also super einsetzbar, um generell einfach nochmal über die Flächen komplett drüber zu gehen. Geht auf Klavierlack, auf diesen Chromzierleisten, auf allen Flächen, die sind sehr, sehr schonend. Kommen wir auch hier im Innenraum nochmal zu einer Kategorie, wo doch etwas mehr Schmutz oder vielleicht auch das eine oder andere Fett zu finden ist. Und das ist hier zum Beispiel bei den Sitzschienen, wenn die schon etwas älter sind, oder bei den Türscharnieren hier in dem Bereich wird auch ganz gern so mit Schmierstoffen gearbeitet. Und um die mal sauber zu bekommen, kann man zum Beispiel einen Pinsel nehmen, aber manchmal trocknet man die Stellen auch nochmal mit einem Tuch oder nimmt den Schmutz ab. Und da sind wir wieder bei diesen sogenannten Basic-Tüchern, Allround-Tüchern angekommen, die es meistens in einem sehr günstigen Pack gibt und die auch am Ende ja schmutzig sind und nicht mehr waschbar sind und dann vielleicht auch irgendwann in den Abfall wandern. Und da kann man auch im Innenraum, vor allem bei den Sitzschienen oder generell im Fußbereich, so Pedale, da kann man immer noch mal solche Basic-Tücher mit einsetzen, weil die machen da auch an diesen Flächen keine Beschädigung. Ganz wichtig, diese Tücher, diese Basic-Allround-Tücher nicht irgendwie auf irgendwelchen empfindlichen Stellen einsetzen, wie zum Beispiel Klavierlack oder Tachoscheibe, Navi-Display. Das ist ganz, ganz gefährlich. Da immer ein Tuch nehmen, was etwas weicher ist und eine viel höhere GSM-Zahl hat, um da möglichst schonend an der Oberfläche zu arbeiten. Darum hier nochmal zusammengefasst die Basic-Tücher für den Schmutzbereich im Innenraum, im unteren Fußbereich. Und damit haben wir jetzt gemeinsam mit euch hier die gesamten Kategorien abgearbeitet. Ihr werdet merken, dass es am Fahrzeug noch wesentlich mehr Stellen gibt, die man mit einem Tuch reinigen kann. Aber die Kategorien an Tüchern kann man jetzt flexibel auf alle Bereiche anwenden. Es gibt kein spezielles Motorraumtuch oder kein spezielles Kofferraumtuch oder Radkästentuch. Da muss man immer schauen, will man Schmutz aufnehmen, will man ein Produkt aufnehmen, will man ein Produkt verteilen. Und da könnt ihr euch einfach aus den Kategorien verschiedene Tücher raussuchen, beziehungsweise mit diesen Kategorien auch euren Problemfall oder eure Fläche dann damit behandeln. Das heißt, wenn ihr irgendwas aufsaugen wollt, an Schmutz oder Produkt etwas höher von der GSM-Zahl gehen, und wenn ihr etwas mehr verteilen wollt oder zum Beispiel auch hartnäckige Überschüsse von der Fläche lösen wollt, wie zum Beispiel ein sehr hartnäckiges Wachs oder auch zum Beispiel Teer, dann müsst ihr eher ein Tuch nehmen, was ein bisschen dünner ist, und da mischen sich auch ein bisschen die Kategorien. Aber ich denke mal, das war für euch mal so ein kleiner Einblick in die verschiedenen Bereiche, damit ihr dann für eure Fahrzeugpflege die perfekte Tuchkategorie findet, weil es gibt nicht genau das Tuch für diesen Bereich. Da müsst ihr mal schauen, wie sich das am besten miteinander verhält. Und jetzt nochmal hier ein Abschnitt speziell an die Anfänger bzw. an die gerichtet, die hier erst in das Thema einsteigen und nicht sich am Anfang unendlich viele Tücher holen wollen und am Ende fehlen da noch welche und ihr habt 5 Trockentücher, braucht aber nur 2. Deswegen habe ich hier vorhin mal so ein kleines Set für euch zusammengestellt, unabhängig von Marke, Preis und Qualität. Erstmal völlig uninteressant, hier geht es nur um die Kategorien. Haben wir ganz vorn vor euch hier diese weißen Tücher, das sind Waffeltücher für die Scheibe, da habe ich jetzt erstmal 2 hingelegt. Jeder Bereich kann auch flexibel erweitert werden, dann müsst ihr einfach eure eigene Erfahrung machen, wie viel Tücher ihr am Ende braucht. Aber ich denke mal, 2 Waffeltücher am Anfang reichen erstmal völlig aus, 40x40 für die Außenflächen und Innenflächen. Aber ihr werdet schnell merken, vielleicht reicht 40x40 nicht, dann holt ihr euch noch ein größeres Waffeltuch oder ein Keutuch. Einfach da ein bisschen ausprobieren, aber ganz, ganz am Anfang, um einzusteigen, erstmal wenigstens 2 Tücher für Glasoberflächen.
Bei den Trockentüchern ist es sehr ähnlich. Da haben wir auch mindestens ein großes Trockentuch. Wenn ihr damit überhaupt arbeitet, mit so einem Trockentuch, braucht ihr eins, damit ihr die großen Flächen damit behandeln könnt. Dach, hier vorne Motorhaube, auch die Seitenflächen sind relativ groß. Da kommt ihr mit so einem großen Tuch gut zurecht und könnt viel, viel Wasser aufsaugen. Wenn ihr eine schöne Versiegelung auf eurem Lack habt, dann bleibt auch viel weniger Wasser hier auf der Fläche drauf und ihr habt überall noch diese kleinen Wassertropfen. Da kommt ihr mit so einem Großtuch auch noch wesentlich länger hin. Also immer ein bisschen schauen, wie viel Wasser liegt denn drauf. Wenn ihr dann merkt, dass an manchen Stellen immer noch ein bisschen Wasser zurückbleibt und euer Primär-Trockentuch, wie ich das ganz gerne nenne, ist einfach schon zu nass, zu schwer und zieht schon Schlieren, dann könnt ihr euch einfach noch so ein kleines zweites Trockentuch, wie ich es dort vorhin hingelegt habe, das orangene, noch mit dazu holen. Das müsste so 60x40 sein, ist auch noch ein bisschen kleiner, ein bisschen handlicher, saugt aber trotzdem aufgrund der hohen GSM-Zahl wieder auch gut Wasser auf und dann könnt ihr die Details hier, Türeinstiege oder zum Beispiel an den Griffmulden oder an den Spiegeln, kommt ihr einfach besser damit zurecht. Also ein großes Trockentuch und ein kleines und auch das wieder, ich gebe den Hinweis, ist immer beliebig erweiterbar. Da gibt es ja auch so das Sprichwort, in der Autopflegeszene, Tücher kann man nie genug haben. Im Prinzip ist das der Fall, aber vor allem jetzt an die Anfänger gerichtet. Ihr müsst euch nicht hier einen Berg an Tüchern erstmal nach Hause holen, bevor ihr hier mit der Fahrzeugpflege startet. Haben wir die Trockentücher auch soweit abgearbeitet? Kommen wir zur nächsten Kategorie und das sind hier so die Detailer. Sprühwachse, Hartwachse, Sprühversiegelung. Da gibt es auch wieder zwei Kategorien. Einmal, ihr wollt Produkt verteilen, gleichmäßig auf der Fläche, ohne zu viel teures Produkt ins Tuch aufzunehmen. Da im Bereich 300, 500 GSM maximal. Und dann gibt es die Kategorie, wo ihr großen Wachsüberschuss oder irgendwelche anderen großen Überschüsse an Produkt aufnehmen wollt. Da wieder von der GSM-Zahl etwas nach oben gehen und schon habt ihr einfach mehr Speicherkraft im Tuch. Und da haben wir euch ja auch so zwei Tuchbereiche vorgestellt. Hier vorne das Weiße und hier vorne das Anthrazit. Graufarbene mit diesem hellblauen Rand. Da müsst ihr einfach mal schauen, dass ihr euch dann von den Tüchern wenigstens zwei von diesen etwas dünneren holt, also 300 bis 500 und vielleicht eins bis zwei erstmal für den Start von diesen etwas dickeren Tüchern, falls ihr da mit den Produkten arbeitet, die man doch mehr aufsaugen muss oder Produkte hat, die doch etwas schwieriger von der Lackoberfläche runtergehen oder ein Produkt hat, was von der Menge her sehr groß ist, was ihr dann in das Tuch aufnehmen müsst und das heißt, ihr müsst ein Tuch nehmen, was stark saugt. Da habt ihr auch die beiden Kategorien schon mit erledigt. Dann sind wir hier schon bei der letzten Kategorie angekommen, die sogenannten Allround Basic Tücher. Die gibt es meistens auch im 6er Pack, 10er Pack. Das geht bis in 100, das geht bis in 50 oder 100er Pack hoch. Gibt es auch für günstiges Geld und die werden einfach an vielen Stellen am Fahrzeug eingesetzt, habe ich ja vorhin schon gesagt. Auch im Motorraum an vielleicht ölverschmierten Stellen oder zum Beispiel an den Felgen, unten an den Schwellern, am Heckdiffusor, Auspuffendrohre. Wenn da irgendwie sich viel Ruß angesetzt hat, da kann man diese Tücher einsetzen. Baumharz, Teer. Und diese Tücher sind auch für Bereiche gedacht, wo der Schmutz dann auch im Tuch zurückbleibt. Ihr seht es auch hier in diesem Basic-Tuch befindet sich schon so der eine oder andere Schmutzrest, der einfach so hartnäckig ist, dass er nicht mehr rausgeht. Und darum nutzt man hier so ein Basic-Tuch, so ein sehr günstiges, anstatt so ein bisschen teures und qualitativ hochwertigeres Tuch, was wir zum Beispiel hier im Umfeld liegen haben. Also diese Basic-Tücher, da kann man auch wieder nicht zu wenig haben. Da vielleicht auch mindestens 6, 7 Stück mindestens wählen. Es gibt ja dann immer gleich so ein Set, da sind vielleicht gleich 10 Stück im Set mit drin. Und da seid ihr eigentlich komplett versorgt am Anfang. Können das flexibel am ganzen Fahrzeug einsetzen, an den richtig verschmutzten Stellen. Und wenn ihr euch jetzt noch an den Berg am Anfang erinnern könnt, wir haben das jetzt hier für euch auf das Minimum heruntergeschraubt und das ist eigentlich sehr übersichtlich. Vom Preis her seid ihr hier auch in dem Bereich, was man auf jeden Fall am Anfang noch ausgeben kann für so ein kleines Starter-Set. Und da seid ihr erstmal mit Tüchern komplett versorgt und das reicht völlig aus. Also wenn ihr hier zu Hause schon so einen Berg aufweisen könnt, vor allen Dingen als Anfänger, dann ist das, denke ich mal, auch ein bisschen zu viel. Aber man sammelt immer mehr Erfahrung, findet auch immer wieder neue Tücher und arbeitet sich so ein bisschen in die Materie ein und dadurch sammelt sich natürlich dann irgendwann so eine kleine Menge an. Aber für alle Anfänger, das reicht hier vorne erstmal völlig aus. Und damit danken wir euch wie immer fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es unten in die Kommentare rein. Ich sage es auch nochmal dazu, es gibt noch wesentlich mehr Bereiche und es wird auch wieder jemand von euch geben, der sagt, was nehmt ihr dafür, was nehmt ihr dafür? Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Auch Thema Polieren machen wir nochmal im Extra-Video. Jetzt ging es erstmal nur hier um die Fahrzeugpflege im Groben. Wir können auch gerne nochmal einen zweiten Teil machen. Also schreibt eure Fragen unten rein, wenn ihr noch spezielle Tücher für spezielle Bereiche braucht. Am Ende werdet ihr merken, dass die Tücher, die hier vorne liegen, schon für 90% eurer Arbeit hier ausreicht. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.